Da bist du ja! Wilde Ungeheuer und sonst nichts als Sand. Wahrlich keine gastfreundliche Gegend hier. Aber Hauptsache, wir sind wieder vereint. Siehst du das Luftschiff dort? Das ist das Schiff, mit dem Alfino Doma verlassen hat. Wir haben es gründlich durchsucht, aber nichts gefunden. Keine Spur von Alfino. Und auch nicht von Maxima oder seinen Leuten. Da ist auch eine zerstörte Magitech-Maschine. Ganz sicher hat dort ein Kampf stattgefunden. Wir sollten uns dort mal umsehen. Vielleicht finden wir einen Hinweis darauf, was sich abgespielt hat. Das waren keine gewöhnlichen Soldaten. Hey, kommt mal alle her! Seht euch das an. Er trägt das Abzeichen der Kaisergarde. Die Eliteeinheit des Kaisers? So weit entfernt von der Hauptstadt? Sonst sind keine Angreifer zu entdecken. Dann waren es also die Galea selbst, die Maximas Luftschiff abgeschossen haben. Ich hab's gewusst. Sie haben Alfino in ihrer Gewalt. Ich denke auch, dass wir keine voreiligen Schlüsse ziehen sollten. Alfino ist stark und weiß sich zu helfen. Vielleicht wurde er gefangen genommen. Vielleicht konnte er entkommen. Hier ist er jedenfalls nicht. Wir sollten in die Enklave zurückkehren und die Shinobi mit der Suche nach Alfino beauftragen. Wo bist du nur, Alfino? Wenn du noch lebst, warum meldest du dich denn dann nicht? We'll be right back.
Klasse. Was bringt dich denn hierher? Die Pflicht. Ich bin im Auftrag der Allianz hier, um eine Bitte an König Hien zu übermitteln. Ich habe gehört, ihr wart unterwegs, um nach Alfinor zu suchen. Habt ihr etwas herausgefunden? Wenn er nicht an der Absturzstelle war, besteht doch zumindest noch Hoffnung. Ich bin mir sicher, dass er noch lebt. Und vielleicht ist er sogar entkommen. Ich fühle mich persönlich für sein Schicksal verantwortlich, weil Alfinor als offizieller Botschafter Domas nach Garlemald gereist ist. Ich werde alles tun, um ihn zu retten. Wir werden eine Einheit Ninja entsenden, um weitere Nachforschungen anzustellen. Kopf hoch, Alize, sonst verlernst du noch das Lachen. Und das brauchst du doch für dein Wiedersehen mit Alfinor. Lachen? Ich werde ihm das Fell über die Ohren ziehen. Eins verstehe ich nicht. Wir gehen doch davon aus, dass Alfinors Luftschiff von Varys persönlicher Garde angegriffen wurde. Aber es war doch Varys, der den Gefangenenaustausch mit Doma wollte. Will er nun Frieden oder nicht? Irgendwie macht das alles keinen Sinn. Die Kaisergarde untersteht nicht nur dem Kaiser alleine. Der Angriffsbefehl könnte auch von einem anderen Mitglied des Kaiserhauses stammen. Von Zenas zum Beispiel. Kaum hatte Yotsuyu sich in Tsukuyomi verwandelt, rief Asai aus, dass eine Domanerin den Prima-Ehe beschworen hatte. Eine Lüge, die sicher auch in Garlemald verbreitet wurde. Hinter all dem muss der Mann stecken, der als Zenos ins Kaiserreich zurückgekehrt ist. Ein Aschen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Langsam verstehe ich, warum man sie die Boten des Chaos nennt. Dank ihnen steht Doma schon wieder am Rande eines Krieges mit Garlemald. Es ist bedauerlich, aber fürs Erste müssen wir davon ausgehen, dass Kaiser Varys von dem Angriff seiner Garde zumindest weiß und die Friedensbemühungen gescheitert sind. Doch nun zu dir, Lisa. Warum bist du hier? Kann ich etwas für dich tun? Alamigo hat sich entschlossen, offiziell der Eoseischen Allianz beizutreten. Die Vertreter der vier Stadtstaaten und Alamigo wollen sich treffen, um einen gemeinsamen Kurs für die Zukunft zu besprechen. Und sie möchten, dass Doma ebenfalls teilnimmt. Wenn es darum geht, wie wir gemeinsam gegen die Galear vorgehen, will die Allianz so eng wie möglich mit Doma zusammenarbeiten. Da stimme ich dir zu. Es wäre taktisch klug, Garlemald von zwei Seiten in die Zange zu nehmen. Eine Allianz, die das Meer überspannt, würde genau das erreichen. Aber könntet ihr uns bitte noch etwas Zeit geben? Wir stecken mitten in einer Krise und ich kann Doma unmöglich verlassen. Wir befürchten einen neuen Angriff der Galear und ich muss mich ganz der Verteidigung meines Landes widmen. Natürlich. Ich bin mir sicher, dass die Allianz noch etwas warten kann. Das Treffen soll übrigens im Königspalast von Alamigo stattfinden. Bitte lass uns wissen, wann du es dorthin schaffst. Ich werde kommen, so schnell ich kann. Du hast mein Wort. Danke, Hien. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Wenn unsere Länder zusammenhalten, werden wir jede Krise überwinden.
Um eine erneute Invasion der Galea abzuwehren, fehlt es uns eigentlich an allem. Krieger, Arbeitskräfte, Material und Zeit. Ich hätte da eine Idee. Es stimmt. Ein Land allein kann dem Ansturm des Kaiserreichs auf Dauer unmöglich widerstehen. Die Länder des Ostens müssen ihre Kräfte sammeln und selbst eine Allianz bilden. So wie es unsere Freunde in Eorzea getan haben. Die Konföderation, die Kojin und die Stämme der Azim-Steppe haben uns bereits im Kampf beigestanden. Jetzt müssen wir noch Hengashi und Suino Sato und vielleicht sogar die Bewohner von Naxia und Dalmaska für unsere Sache gewinnen. Vielleicht können wir nicht alle überzeugen, aber es gibt etwas, das uns eint. Der Wille, unsere Freiheit zu verteidigen. Und wenn wir ihnen die Wahrheit über Zenos Tod und die Pläne der Ashians klarmachen, stehen die Chancen gut, dass sie ein Bündnis eingehen. Ich würde sagen, es ist mehr als nur eine Chance. Wir haben erlebt, wie Loisoir die Stadtstaaten von Eorzea zu einer Allianz formte. Das Gleiche wird auch in Otat geschehen. Jedenfalls werden wir alles tun, um euch mit unserer Erfahrung dabei zu unterstützen. Danke. Eure Hilfe wird von unschätzbarem Wert sein. Ein guter Plan, aber woher sollen wir die Zeit dafür nehmen? Wenn die Galea auch nur die leiseste Ahnung von unserem Plan bekommen, werden sie ihre Luftschiffe zusammenziehen und zuschlagen, lange bevor wir ein Bündnis zustande bekommen. Es sei denn, man blockiert ihnen den Luftweg. Bei der Suche nach Alfino sind wir im Karkland auf alagische Ruinen gestoßen. Da gibt es alagische Ruinen? Ich hatte gleich nach der Ankunft so ein seltsames Gefühl. Irgendetwas am Umgebungsäther erinnerte mich an Azesla. Es ist zwar nur eine Legende, aber man sagt, dass die schwebenden Inseln von Azesla eigentlich aus dem Karkland stammen. Eine interessante Legende. Aber was hat das mit der Verteidigung unseres Luftraums zu tun? Azesla war durch eine äußerst starke Barriere abgeriegelt. Sie war so stark, dass selbst der Stolz der galäischen Luftflotte die gewaltige Agrius sie nicht durchdringen konnte. Man bräuchte also einen allergischen Generator. Und unsere Heldin hat mir berichtet, dass sie einen im Karkland gesehen hat. Damit ließe sich der Luftraum über dem Karkland sperren. Aber könnten die Galea ihn nicht einfach umfliegen? Unwahrscheinlich. Mit der Zerstörung von Rabanastre haben sich die Galea ihrer wichtigsten Treibstoffstation im Osten beraubt. Ohne Zwischenstopp ist die Distanz von Galemalt bis Doma nur über den direkten Weg zurückzulegen. Und der führt genau über das Karkland. Perfekt, dann lasst es uns so machen. Ein Problem gibt es noch. Um die Barriere über einen so großen Bereich aufzuspannen, brauchen wir eine gewaltige Menge an Energie. Das Karkland hat seinen Äther fast vollständig verloren und es gibt kaum noch Kristalle, die als Energiequelle herhalten könnten. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als denaturierte Kristalle aus Eorzea heranzuschaffen. Kein leichtes Unterfangen in dieser Größenordnung. Wir brauchen also eine Energiequelle. Haben die Alager sich diese Technologie öfter zunutze gemacht? Haben sie vielleicht noch anderswo Landmassen durch die Luft transportiert? Da war natürlich noch Dalamut, der künstliche Mond, der dann auf Eorzea stürzte und so die siebte Katastrophe auslöste. Das ist es. Das könnte uns weiterhelfen. Was ist das hier? Sag schon, hast du eine Idee? Ja, aber es gibt ein paar Dinge, die ich noch klären muss. Und zwar in der Azim-Steppe. Ich muss sowieso dorthin, um für unser Bündnis zu werben.
Werdet ihr mich begleiten, meine Freunde? Ist es nicht wunderbar hier? Was habe ich das Geräusch des Windes über dem grünen Meer vermisst? Es ist, als würde er alle Sorgen davontragen. Genieß den Moment, aber vergiss nicht, der Westwind weht aus Garlemald hierher. Und wegen der schönen Landschaft bist du bestimmt nicht hier, oder? Ich bin hier, weil mir eine Legende der Mol eingefallen ist. Vor langer Zeit, als die Kriege tobten, kamen Fremde in das Grasland. Sie gingen in die Berge des Nordens und erhielten von Nama ein Bruchstück des Mondes. Dann lösten sie das verzauberte Land von der Erde und hoben es in den Himmel empor. Als die Zeit der Kriege verstrichen war, kamen die Fremden zurück. Sie huldigten Nama und vergruben das Bruchstück des Mondes in den Bergen. Dann schenkten sie Nama eine Mondkugel rot wie Blut. Die Legende erzählt von den Alagern und wie sie den roten Mond Dalamut erschufen. Das denke ich auch. Und? Was sagt uns die Legende noch?
Sie holten etwas aus den Bergen und vergruben es dort wieder. Etwas, das ihnen half, Azizla aus dem Boden zu heben. Etwas, das ihnen die Kraft dazu gab. Glaubst du nicht auch, dass das nach einer gewaltigen Energiequelle klingt? Finden wir es heraus. Thank you.
Die Ätherdichte ist wirklich ungemein hoch. Glaubst du, es reicht? Ja, dieser Ort ist nicht auf natürliche Weise entstanden. Er befindet sich genau auf einem Knoten des Ätherstroms und dient als eine Art Steuerventil. Damit haben die Alager den Ätherstrom unterbrochen, der von der Azim-Steppe ins Karkland fließt. Erst dann ließ sich das Land dort ablösen und in die Luft heben. Umgekehrt sollten wir in der Lage sein, den Ätherstrom wieder ins Karkland umzulenken und mit Hilfe seiner Energie die Barriere aufzuspannen. Außerdem würde die Ätherflut der Ödnis neues Leben einhauchen. Allerdings... Istola! Die Ätherdichte des Keilsteins ist wirklich beeindruckend. Aber die Ätherströme in der Atmosphäre sind geschwächt. Ob das daran liegt, dass der Ätherstrom hier umgeleitet wird? Diese Schwächung habe ich auch schon in Doma gespürt. Darüber mache ich mir später Gedanken. Fürs Erste wissen wir jedenfalls genug. Kommt, wir kehren nach Mul Ilo zurück.
Hier, das ist der Ort, an dem wir kämpfen werden. Haltet euch nicht zurück. Gebt alles, als wäre es der Nadam. Müssen wir diese Sache wirklich mit einem Kampf entscheiden? Wir sind total. Erst in der Hitze des Kampfes vermögen unsere Seelen klar zu sehen. Der Kampf ist der Weg der total. Wir kämpfen ohne Rücksicht auf unser Leben, besiegen den stärksten Krieger und reißen den Sieg an uns. Nichts anderes zählt als die Stärke. Niemand anders ist im Recht als der Stärkere. Ich glaube, ich hab's verstanden. Die Dothal sind jedenfalls ein Stamm, den man lieber auf seiner Seite weiß. Genug geredet! Lassen wir die Waffen sprechen! Kämpf! Thank you.
Thank you.
Das ist es. Seit dem Nordam hat meine Seele nicht mehr so geglüht. Machen wir weiter, bis der Stärkere gesiegt hat. Genug! Wer hat euch erlaubt, die Steppe mit eurer Balgerei in Aufruhr zu versetzen? Noch so eine Kriegerseele. Jetzt dürfte es erst richtig gesellig werden. Verschwinde! Wir haben hier was zu erledigen! Immer noch das gleiche törichte Weib. Wir werden nicht verschwinden! Ihr seid hier, um die Stämme der Steppe um Hilfe zu bitten. Doch über die Belange der Steppe bestimmen immer noch die Kinder Azims! Ich bin der große Bruder der Oronir. Ich beschütze Namas Kinder und entscheide über ihr Schicksal. Ach ja? Und was willst du jetzt machen? Ich werde dir beweisen, wer der Stärkste der Steppe ist. Nicht so schnell, Magnai. Dürften wir wohl auch um einen Beweis deiner Stärke bitten? Ich bin schon sehr gespannt. Dann erledige ich euch eben gleich mit. Daidokul! Sollten wir ihnen für einen Moment den Vortritt lassen. Kommt mir nach. Kommt nicht auf die Idee zu fliehen. Ich will sehen, was in euch steckt. Und wenn ihr auch noch so vor meiner Kraft zittern mögt. Auf so einen Aufschneider trifft man selten. Es wird mir eine Freude sein, ihm eine Abreibung zu verpassen. Den Staub mit euch!
schweigt im Angesicht der Macht. Den Staub mit euch! Schweigt im Angesicht der Macht! Den Staub mit euch!